Ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Party von Let's Play. Ja, Fire Emblem Three Houses Let's Play Video. Ich freue mich wirklich sehr drauf, ihr Lieben. Ich habe sehr Bock drauf heute, deswegen let's go. Ich weiß, ich bin ein bisschen gerade hier nicht vorbereitet. Das liegt dran. Ich habe gerade noch eine kleine Info für euch. Also nicht nur eine kleine Info, ich habe gleich noch eine Arbeit, die ich noch machen möchte. Ich möchte mich noch gleich ganz kurz nach draußen gehen, weil ich noch irgendwas machen muss, ihr Lieben. Also was ganz ja ganz Nettes und auch was ganz Schönes, ihr Lieben. Deswegen ja, würde ich sagen, werde ich jetzt ganz stressig nicht. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht stressig hier so ein Part aufnehmen von Fire Emblem Three Houses. Ja, ich habe bis 20 Minuten ungefähr Zeit, jetzt diesen geilen Party aufzunehmen. Also let's go, wir werden auf jeden Fall alles jetzt hier in Ruhe starten. Ja, also alles in Ruhe machen auch und ich freue mich darauf. Und wie gesagt, ich habe halt nur 20 Minuten ungefähr Zeit bis 5:30. Wir haben jetzt gerade 10 nach 5 und jetzt habe ich 20 Minuten Zeit für einen geilen Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses, genau. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Weil das Problem ist, wo ich hingehen möchte, da hat leider nur bis 18 Uhr auf und da muss ich mich leider beeilen ein bisschen. 5:30, ja, okay. 5 Minuten fertig machen, 10 Minuten muss ich da dahin laufen und da habe ich noch eine Viertelstunde Zeit, dahin zu gehen und da auch noch was zu verbringen. Um da was zu verbringen, meine ich. Entschuldigung, ach egal, kein Problem. Los geht jetzt. Wo auch immer wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, da machen wir auch heute weiter. Ich freue mich sehr, sehr gut drauf. Wir haben nämlich beim letzten Mal ja, mit einer kleinen Information, glaube ich, bekommen, dass wir kämpfen wollen. Und ich habe euch leider nicht dieses Gespräch gezeigt, wo man halt dann reingeht. Aber ich habe noch vor, heute oder morgen, wir gucken mal, ob ich euch das morgen oder heute bieten werde, das Video, das kleinminütige Video, der wird nämlich auch bekannt geben, dass ich auch versehentlich einen doofen Fehler gemacht habe und den Fehler, den werde ich euch auch dann zeigen. Aber ich hab euch jetzt nicht viel vorenthalten. Ja, ich habe euch jetzt nicht viel vorenthalten, also keine Sorge. Keine Sorge, wir machen alles Ruhe. Ich hole eben mal mein türkisches Getränk, ne? Bis gleich, ihr Lieben, bis gleich. Gott, Alter. Doch, und so doch auf einmal, doch irgendwie gespeichert, warum auch mal. Ach komm, scheißegal. Ich habe eigentlich euch beim letzten Mal gesagt, ob ich das euch gar nicht vorenthalten habe, aber das halt nicht. Das ist egal. Dann will ich euch. Ich werde euch aber trotzdem das Video auch zeigen. Das ist mir scheißegal. Ist mir einfach scheißegal, komm. Ist kein Problem. Speichern wir einfach jetzt genau. Auch wenn ich euch das leider im Video gesagt habe, ob ich das doch nicht gemacht habe. Aber auf einmal hat man mir jetzt hier gesagt, dass man. Hä? Ach, egal, komm, alles gut. Ja, hier, ich habe euch eigentlich gesagt, ein Video, dass ich euch das nicht zeigen konnte mehr, aber jetzt habe ich euch geteilt. Und deswegen, sorry. Dann würde ich euch das irgendwie noch anders schneiden werden. Also, ich glaube, ich hätte euch auf jeden Fall noch irgendwie schneiden. In einer besseren Version. Also, keine Sorge, Liebe, es wird trotzdem geil gemacht. So. Ein bisschen Drogen, würde ich sagen, let's go. Ich habe auf eine Runde Fire Emblem Three Houses. Sehr gut. Ich habe sehr Bock drauf, ihr Lieben. Also, let's go. Bataillone werden Übungskampf eingesetzt. Damit die Studenten lernen, die Kommando zu übernehmen. Genau, richtig. Sehr gut. An einzelgängerischen Söldner wie dir, Magister, mag das Konzept wohl eher fremd sein. Soll ich dir das wesentlich erklären? Ja, wie du möchtest. Nee, also eigentlich brauchst du mir nicht erklären. Ich weiß eigentlich schon, was ich machen muss. Ich würde sagen, es geht los, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt die Schlacht. Let's go. Hier, es geht ab. Jedenfalls richtig abgeliebt. Ich habe auch richtig viel Bock drauf gleich. Ein bisschen mehr Spaß haben hier in diesem geilen Spiel. Also los geht's. So. Ja, jetzt gibt's auf jeden Fall wieder mal eine schöne Kampfsache hier in diesem geilen Spiel. Ich freue mich einfach so. Ich freue mich auch also irgendwie drauf, kann man sagen. Ja, ich habe das tatsächlich schon ohne euch mal gespielt. Ohne euch habe ich euch das mal jetzt mal so ohne euch mal so gemacht. Ich habe wie gesagt auch ohne euch mal gerade, beziehungsweise ich habe euch gestern dann nicht gezeigt, dass ich das auch alleine gespielt habe. Gestern Abend habe ich halt alleine gespielt, also ich Zeit hatte ohne Ende. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, komm, werden wir dieses geile Kämpflein zusammen machen heute, weil ich ja auch ein bisschen geübt habe. Ich habe ein kleines bisschen geübt für heute, für diesen geilen Part, für die von Let's Play Fire Emblem Three Houses, weil ich ja auch jetzt so ein bisschen Bescheid weiß hier, was ich so machen muss und auch so machen kann. Sie am besten machen kann. Ich würde sagen, wir lassen mal so ein paar hier so dahin tun auf jeden Fall und das ja
Ist auf jeden Fall ganz gut so. Und ich habe auch gerade gemerkt, dass man halt mit der Rolle auf einmal hat. Ich dachte, dass man sich nur so zwei, vier Leute aussuchen kann pro Kampf. Aber nein, das war nur in diesem Übungskampf der Fall, dass man sich da so drei, vier Kämpfer aussuchen kann, Entschuldigung. Und jetzt habe ich das so richtig verstanden, dass man sich auch alle beteiligen kann. Ja, richtig cool, Lieben, sehr gut. Ja, ich würde sagen, so machen wir es auf jeden Fall. Ja, so gefällt mir, glaube ich, auch ganz gut, Lieben, sehr gut. So, let's go. Aufpassen, aufpassen, lieber Claudia, aufpassen. Sehr gut, sehr gut. Claudia, echt gut gemacht, sehr gut. Ich danke dir so sehr, dass du es echt gut gemacht hast. Und ich würde mich freuen, wenn du es nicht mal hier getroffen bist. Aber ich glaube, der wird auch getroffen. Okay, doch nicht. Alles klar. Kein Problem. Kein Ding. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt das so machen, dass wir jetzt die Leslie, wie auch immer die heißt, nehmen und dass wir sie vielleicht hier auf ihn schmeißen werden, auf jeden Fall. Genau. Auf ihn hier. Sorry. 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 Nein. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir mit ihr einen Übungswurf. Nee, mit. Warte. Ja, genau. Sehr gut. Let's go, mach ihn fertig, du Arschloch. Du Arschloch, ich werde dich fertig machen. Sehr gut. War gar nicht mal so schlecht. Alles gut. Und der Rest, der ist dann mit Claude auf jeden Fall vereinbart. Let's go. Machen wir. Das Problem war, ich habe das erste Mal leider verkackt, weil ich habe, glaube ich, zwei, drei verloren, aber der Rest, der war gar nicht ganz gut geblieben. Let's go, mach ihn fertig, du Arschloch. Fertig machen. Sehr gut, du Arschloch. Du bist doch ein Arschloch, ey, du Scheiß. Sehr übrigens Arschloch, ey. Cyrus, Alter. Die habe ich aber gezeigt. Ja, so muss sein. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir noch das mit der hier gut voran. Übungskampf. Let's go. Sehr gut. Muss sein. Also ist auf jeden Fall ganz gut, so wie es gerade ist, ihr Lieben. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall geil. So, ich würde sagen, ja. Aber so. Dass wir die nette Anne Rose, ach, ich hab vergessen, wie die heißt, der ist Hilda. Ach so, Entschuldigung, ich habe euch leider gerade verwechselt. Du hast Hilda und die andere hast, glaube ich, Anne Rose. Entschuldigung, ich habe mich vertan, aber ist egal. So. Ja, die Musik ist auch ganz cool im Leben. Also, sie gefällt mir auch echt gut, die Musik. Und jetzt mache ich fertig diesen Mistkerl. Sehr gut gemacht. Sexy, sexy, sexy gut gemacht. Und dann würde ich sagen, ist jetzt noch mal einmal die Chance, dass der gute Lorenz ihn besiegen wird. Das wäre dann auf jeden Fall ganz gut. Oder ihn. Ich würde sagen, er macht den. Okay. Nee, er macht den. Weil das Problem ist, der kann nur das Ziel machen. Also würde ich sagen, er macht auch noch diesen Down hier. Also let's go, Lorenz. Mach ihn fertig, du Arschloch. Sehr gut, du Arschloch. Servus, Soldat. Verrecke einfach. Alter, du schwingst deinen Spaten so gut, ey. Richtig gut. Sehr gut. Jetzt kommt zwar noch die Sonne ein bisschen raus, aber ich würde sagen, wir machen mal eben Rolle runter, dass man auch ein bisschen sehen kann, dass man hier Spaß hat. Deswegen Rolle runter machen und bis dahin, das ist gut. Alles okay. Ich würde sagen, das ist ein bisschen besser, oder? Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, gerade so wie es gerade ist, ihr Leben, ja. Das kann ich auf jeden Fall so sehen lassen, ihr Leben, finde ich auf jeden Fall ganz gut so. So, sehr gut. Los geht's. Das ist übrigens eine andere Ansicht. Die sieht auch ganz gut, aber trotzdem, ich komme am besten mit der mittleren zurecht, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Dann würde ich sagen, macht der Gute hier, der gute Chef von, also von mir halt, der Junge. Macht auf jeden Fall, ihr lieben Leute, den Titel da, wenn es geht, wenn ich das noch schaffen kann, ihn zu besiegen. Ja, ich glaube schon. Geht nicht, okay, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, geht's mal bis hier, wenn es geht, meine Lieben. Strudel, Leute, let's go. Genau. Kann man sich auf jeden Fall so sehen lassen, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, macht der gute Mann hier, würde ich sagen, macht. Down. Das würde auf jeden Fall ganz gut gehen, genau. Let's go, machen wir mal fertig. Sehr gut. Den Zaros Soldat. Sehr gut. Also ich liebe diese Szene einfach. Ne? Also das sieht man ja auch, ob ich die so sehr liebe, diese Szene, diese Kampfszene, die ist einfach
Ultra geil gemacht, diesen geilen Game hier. Du musst einfach sein, ihr Lieben. Du musst einfach geil. So, let's go. Ich hab Bock drauf, Alter. Verwälder. So, jetzt würde ich sagen, können uns mal wegen die doofen Menschen angreifen, die uns hassen und weghauen wollen. Aber okay. Marianne, ich danke dir, dass du dich angestrengt hast, ihn zu besiegen. Sehr gut gemacht. Sehr klasse gemacht. Aufpassen. Hilda, aufpassen. Schlag ist der Lamm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hilda, Applaus. Aufpassen. Imperenz, aufpassen. Ja, okay. Du bist halt ein bisschen eher lähm, aber du bist trotzdem ein guter Ritter. Kämpfer. Wie auch immer. Claude, aufpassen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Alter. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Fähigkeit erhalten. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Fertigkeit hat er auch erhalten. Wie geil ist das denn? Ich habe den Zenit erreicht. Ja, gerne, kein Problem. Hast du echt gut gemacht. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Ich habe übrigens einen ganz bisschen Trick hier, ihr Lieben. Ich stehe, glaube ich, gleich auf den hier gleich los und dann machen wir es auf mir sowas gut. So. Claude kann ihn gleich auch angreifen, wenn es geht, genau. Ich würde sagen, er greift auf jeden Fall ihn an hier, würde ich sagen, ihn, das klappt ganz gut. Er ist auch, also eigentlich ist das scheißegal, wer auch angegriffen wird. Also eigentlich ist das scheißegal, aber ist egal, so. Dann kämpft dann greift halt gleich der Lorenz den an, den ich eigentlich gerade angreifen wollte, nämlich den hier. Und dann ist auch alles gut, wenn es geht. Geht halt nicht, okay, halt nicht. Okay. Dann würde ich sagen, greift Hilda ihn an. Ja, machen wir so, genau. Sexy gut gemacht, sexy gut. Fertig machen den Arschloch, fertig machen. Daumen machen, sehr gut. Sehr schön. Ich danke dir so sehr, liebe Hilda. Hast du echt gut gemacht, sehr schön. Freut wirklich sehr, vielen Dank. So. Dann machen wir mal so, dass du ihn hin. Ach, heil, okay, er kann heilen, aber ich glaube, sie macht es auf jeden Fall erst später, wenn es halt erst wichtig ist. Ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall erstmal hier ran und er macht, glaube ich, ihn nicht fertig. Genau, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Fertig machen, diesen Arschloch. Sehr gut, Alter. Und nochmal. Ja, schlag ihn zusammen. Sehr gut. Klasse, klasse gemacht. Klasse, echt gemacht. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Dann machen wir so, dass wir jetzt den guten Junge hier einfach mal nehmen, dass er mal ihn angreift, weil der ist echt stark, der gute Raphael, sorry. Schlag sie mit den Boxerboysen, mit den geilen Händen. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Und der Rest mal auf jeden Fall, dieser gute Dude hier. Oder auch nicht, aber ist egal. Mach ihn down, du Arschloch! Yes, sehr gut, Alter! Du hast Quit gemacht! Du hast ihn doch mit Quit besiegt, ja, Alter! Das war aber krass. Jetzt würde ich sagen, macht der Rest auf jeden Fall. Es geht, sie hier. Genau. Mach ihn fertig, die Nachloch. Mach ihn fertig! Yes! Du hast es gut gemacht, Hilda! Hilda, nee, du hast nicht Hilda, du hast Leonie. Ach, Entschuldigung, sorry. Du hast Leonie echt, echt klasse gemacht. Ich danke dir so sehr dafür, dass du es geschafft hast, ihr Lieben. Ihr Lieben. Die Hinzeit in seinen Kopf, in ihren Kopf, meine Entschuldigung. So. Und der Rest, da macht noch die nächste, mit ihr noch was Schönes, würde sagen, die Hilda macht auf jeden Fall noch, ihn noch einen kleinen Kratzer noch in den Face rein. Let's go, mach ihn fertig, du Arschloch. Mach ihn fertig, du Arschloch. Du Arschloch, Drecks. Gegner, ich hasse dich. Okay, Fähigkeit, sehr gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Fähigkeit bekommen für die gute Mariana, nämlich eine Technik. Zunachschlag. Ja, sehr gut. Sehr gut. Freut mich sehr, ihr Lieben. Freut mich wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, also, wir sind echt ganz gut heute gewesen, auf jeden Fall. Das mal als Spaß, ihr Lieben. Ja, wenn es geht, machen wir ihn noch down, genau. Machen wir fertig mal diesen Achtung, genau. Ja, sehr gut. Naja, ist okay, wird auf jeden Fall. Schieß ihn weg, wenn es geht. Okay, halt nicht. Ja, gut. Ich finde doch sie echt am schlechtesten, die Liste. Ja, aber ist egal. Ist okay. Kein Problem.
Hilda, du bist echt eine sehr gute Kämpferin. Ich danke dir so sehr für deine ganze Mühe. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. Ich bin aber trotzdem ein zartes Pflänzchen. Ja, gerne. Hast echt recht. Das ist echt so, ihr Lieben. Und wie ich die besiegen werde, habe ich auch eine gute Idee. Auf jeden Fall, ihr Lieben. Aufpassen. Sehr gut. Ja, Schlagsalarm. Sehr gut. Oh mein Gott, hast du gerade gesehen, wie umgebracht wurde dieser Arm. Oh mein Gott. Alter. Level up, Alter. Habt ihr gerade gesehen, wie die gute einfach gerade war? Unfassbar. Mario T, echt Applaus. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Sehr gut. Jetzt kommen diese Angegatter, diese ganzen Gegner hier, aber die haben uns ja auch gleich im Griff. Ich würde sagen, wir machen mal den Daumen, wenn es geht hier. Die leider nicht, okay, also nicht. Kein Problem. Machen wir so, genau. Machen wir so, ihr Lieben. Sehr gut. Wir haben einfach jetzt mal ein bisschen Hilda geheilt, weil ich glaube, Hilda ist auch die beste Gabe von allen. Und die Lucia, die kann auch ruhig verraten. Ich kann auch ruhig meinetwegen sterben, weil ich brauche sie jetzt nicht mehr unbedingt, diese Kleine. Aber ich werde trotzdem ein bisschen schützen. Und das war schlecht ein bisschen. Ja, gut. Ja, siehst du, du wirst meinetwegen sterben. Ist mir scheißegal. Du bist einfach schlecht, Lucia. Ich mag sie nicht so gerne. Du bist echt eine schlechte Kämpferin. Guck doch mal an, der hat sich einfach ausgewichen. Ja, okay, die kann ruhig sterben. Ist mir scheißegal. Hauptsache nicht. Claude, weil Claude ist der stärkste von allen. Und Marit ja auch. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass die am stärksten in die zwei Leute ist. Voll dies, aber ist egal. Alles gut, kein Problem. So. Dann würde ich sagen, gibt als nächstes jetzt noch den Schritt mit der guten Hilda. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast fertig, ihr Lieben. Sehr gut. Ja. Ich kann nur sagen, dass es echt Spaß macht, heute diesen geilen Kampf zu machen hier, aber okay. Hilda, Marianne, ihr seid die besten Teams der Welt, auf jeden Fall, sehr gut. Aufpassen, gleich ihr Leben aufpassen. Und der ist der Beste, weil er auch... Er macht einfach alles gut, der Maritim. Guck mal, der hat den gerade einfach zweifach zerstört, diesen Multi-Mensch. Und das ist einfach geil gemacht, das ist einfach richtig gut. Aufpassen. Zerstört den Arschloch. Yes, Junge. Yes, Hilda, machst du echt gut, du bist echt die Beste. Die beste Frau, die beste Kämpferin Mann der Welt. Sehr gut. Und du auch, aufpassen, Lorenz, aufpassen. Sehr gut. Stell ihn ab. Genau, sehr gut. Lorenz, mehr gut. Mehr gut. Bin sehr stolz auf dich. Sehr gut. Aufpassen, Marty, aufpassen. Sehr gut. Schlag ihn zusammen. Yes, du bist der Beste der Welt. Guckt euch mal an, der macht ihn einfach down. Einfach so macht er einfach ihn down. So einfach. Ist es einfach, ne? Aber guckt euch mal an, wie einfach der einfach ist, der Kampf. Er muss einfach nur schlagen, diesen Arschloch. Guck mal, er muss einfach ihn schlagen, du. Jetzt, Daumen machen. Einfach Quit gemacht. Einfach Quit gemacht. Ich dachte, ich werde es meine Frau sein. Habt ihr gerade gesehen, wie gut der einfach gerade den Spot hat, diesen Arsch? Ey, wir sind gleich schon fertig mit diesem geilen Kampf, oder? Guckt euch mal alle an hier. Wir haben jetzt leider zwei Gegner vor uns und dann haben wir auch schon fast die 20 Minuten um und ja, das hat sich auch echt verdient, die Lieben, dass die 20 Minuten sehr gut verdient, auf jeden Fall auch der Kampf haben, also der Kampf hat echt 20 Minuten ungefähr gedauert und das war einfach mega geil gemacht, meiner Meinung nach, und jetzt will ich auf den Kack auch drauf achten, weil ich glaube, der Kack, der kann uns doch ein bisschen führen, also aufpassen, dass wir jetzt nicht so einfach uns zerstören lassen, aber ist egal, alles gut. Zornschlag, mach ihn dauernd den Arschloch. Yes! Schlag zu Lamm. Schade, okay. Trotzdem ganz gut gemacht. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf dich. Vielen Dank. Dann macht der Rest auf jeden Fall, der hier auf jeden Fall den Daumen, genau. Sehr gut, let's go, genau. Mach ihn fertig. Ja, 70 Schaden. Sehr gut. Hat doch noch genau gereicht. Das muss aber auch mal gefeiert werden hier. Level up, Alter, Lorenz. Sehr gut. Lorenz, ich bin sehr stolz auf dich. Sehr vielen Dank. Sehr vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte nichts. Nee, nichts. Alles gut. Und Claude, mach ihn. Jetzt bin ich fertig. Diesen Arsch. Mach ihn fertig. Okay, let's go. Ich halt diesen Arschloch. Sehr gut. Okay, hat sich gereicht, aber ist egal. Kein Problem. Danach halt Hilden Rest, kein Problem. Let's go. Einfach draufschlagen. Dann klappt schon, ne? Genau. Einfach draufschlagen mit der Axt. Hilda, bin sehr stolz auch auf dich. Und der Rest macht dann Marianne mit der Arschloch. Oh hier. Let's go, genau. Zerstört diesen. Was darf ich nicht sagen, oder? Okay, Marianne ist aber zu schwach, aber ist egal. Ja, ist egal. Kein Problem. Marianne. Ja, mach doch einfach den Scheiß. Alles gut. Ja, okay.
Leonie, du bist auch echt gut. Ich finde Marianne auch ganz gut. Die war halt am Anfang echt gut, die Marianne, aber jetzt ist sie leider verreckt worden. Aber ist egal, ist kein Problem, Lieben. Ist alles okay. Okay, ist egal. Ich muss auch jetzt so lange beenden, aber ich werde jetzt noch ganz kurz noch ungefähr so 2 Minuten spielen. Dann würde ich sagen, aber auch beenden wir diesen geilen Part hier. Aber wir werden uns nicht treffen lassen, ist alles gut. Alles okay, ist alles okay. Marianne und Leonie waren zwar ein gutes Team, aber ich glaube, die Leonie wird schon irgendwie allein draus lernen, dass sie es auch alleine kann. Und die Hilda ist sowieso die Beste. Hab ich ja, ich das Gefühl irgendwie. Und ich glaube, Marotti ist der Beste von allen, weil er einfach alles dauernd machen kann, was sich auch alles in den Weg stellt bei ihm, weil er ja auch irgendwie alles gut machen kann. Der gute Marotti ist echt klasse einfach. So, jetzt würde ich sagen, werden wir diesen Kampf beenden. Let's go. Mach die Sache fertig. Let's go, genau, du Arschloch. Yes! Sehr gut, sehr gut. Aufpassen. Sehr gut, Marotti. Applaus. Level up, oh mein Gott. Alter, wir haben auch noch einen Balatom abbekommen. Okay, dann würde ich sagen, mach den Rest. Schau da einfach. Das kann man auch, du hast doch. Mach ihn einfach nur down. Yes. Yes, ich liebe dieses Sound. Das ist so geil einfach nur. Und Level Up auch noch. Oh mein Gott, ich ralte aus einfach, Alter. Wie geil ist das denn, ihr Lieben? Level Up, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, haben wir es gleich geschafft, ihr Lieben. Einen geht dann noch und dann haben wir es geschafft. Also, let's go. Warte eben, ja. Und greif an diesen Arschloch. Greif ihn an! Yes! Du hast es so gut gemacht, Alter! Du hast es so gut gemacht, Hilda, Hilda, du bist echt klasse, sehr gut! Level up! Level up 2! Oh mein Gott, ne, jetzt, Alter, habt ihr euch gerade gesehen, wie ihr euch gerade diesen Kampf euch alle angeguckt habt? Ihr habt euch gerade alles angeguckt, ne? Ihr habt euch gerade diesen geilen Kampf angeguckt, ihr Lieben, und wir haben einfach gewonnen! Der Rest gibt's beim nächsten Mal bei Let's Play Fire beim Frühhaus, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Ihr habt euch gerade tatsächlich diesen geilen Kampf angeguckt, der war einfach extrem geil. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, Gott,